Ja, hier ist wieder euer Waldschläfer. Heute mal vom Kletterfelsen. Ich will meine Kletterkenntnisse mal ein bisschen auffrischen. Will mich abseilen mit der 8. Dann will ich noch was ausprobieren, das habe ich noch nie gemacht. So eine Selbstrettung mit der Garderschlinge. Also praktisch aufseilen anstatt abseilen am steilen Gelände. Ja, und dann habe ich mir noch was ausgedacht. Und zwar geht das ums Abseilen am Hang mit einem Halbseil. Ich will Gewicht sparen. Und dann habe ich mir was ausgedacht, wie ich die volle Länge vom Halbseil nutzen kann und praktisch das nachher, wenn ich unten bin, das mit einem Stück Paracord lösen kann. Und das will ich auch noch testen. Gut, dann geht's los. Viel Spaß. Ja, das ist mein kleiner Kletterfelsen hier. Hier hat es so eine schöne Schräge. Da werde ich nachher wahrscheinlich das Aufseilen mal üben. Dann hat es hier oben so ein Plateau, sind sogar schon das Luxus hier Bohrhaken eingebracht. Hier habe ich mir noch einen provisorischen Seilschutz aus einer alten Tube gemacht, weil ich nichts anderes habe, weil die Kante da ein bisschen scharf ist. Mal gucken, wie das funktioniert. Ja, und hier seile ich mich dann mal ab, einmal gucken, wie das geht mit der 8. Ja, dann geht's los. So, dann hängen wir uns mal ins Seil ein. Die 8 los. Hier rum einhängen. Zack, gleich den Karabiner sichern, sonst vergisst man es. So, jetzt brauchen wir unbedingt noch ein Stück Rebschnur, um eine Prusik-Schlinge zu machen. Dann machen wir dreifach. Schön sortieren hier. Super. So, die hängen wir auch hier in den Karabiner an. So, wie man das jetzt schon sieht, durch die Bandschlinge habe ich hier jetzt wirklich Platz für den Prusikknoten. Der ist ganz wichtig, weil wenn ihr das Seil beim Klettern loslasst, weil es euch vielleicht verpendelt, und dann ist der Reflex, dass man sich abstützt. Dann lässt man die Hand los und stürzt ab. Also der Prusik ist ganz wichtig zum Hintersichern. Immer machen. Am Hang bin ich da nicht so heikel, da mache ich es dann freie Hand, aber so nicht. Okay, jetzt brauchen wir nur noch den Seilschutz, den provisorischen. Mal gucken, wie ich da rankomme. So. Dann lasse ich mich schon mal ein Stück ab, dass ich den Seilschutz fixieren kann. So, in etwa. Ja, gut, da hängen wir schon im Seil. Ja, da wollen wir runter. Los geht's. So, seht ihr, wenn ich jetzt loslasse, hänge ich gleich im Prusik. Oh, das Seil liegt blöd hier. Seht ihr? Und jetzt haben wir nämlich schon den Effekt, dass uns das hier gleich, dass wir hier rüber müssen. Dann habe ich hier den Prusik. Zack. Also selbst so kann mir nichts passieren. Okay, weiter. Von da kommen wir her. So, noch die Prusik-Schlinge wieder rausbinden.
der Nacht raus. Zack. Und frei. Hey, mein provisorischer Seilschutz hat super funktioniert. Einfach eine Kunststofftube, beide Enden aufgeschnitten ums Seil. Vielleicht könnte man es auch noch ein bisschen fixieren. Aber das ist okay. Top. Okay, Abseilen hat geklappt. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich mich abseile und stelle fest, ich bin in einer Sackgasse und ich komme da nicht mehr weg und ich muss das Seil wieder hoch? Auch dafür gibt es eine Technik aus der Bergrettung. Die zeige ich euch jetzt. Dafür brauchen wir zwei baugleiche Karabiner. Das ist ganz wichtig. Die müssen wirklich die gleichen sein. Und noch ein Karabiner mit einer kurzen Prosig-Schlinge. Eine Umlenkrolle, eine Seilrolle würde auch gehen. Aber ich möchte es ja mit einfachen Mitteln realisieren und testen, wie das ist. Die baugleichen Karabiner hängen wir nebeneinander in den Klettergurt ein. Und den einzelnen mit der Prosig-Schnur, den machen wir schon mal hier ran. Den brauchen wir gleich. Dann nehmen wir unser Seil und hängen das durch beide Karabiner ein. Und daraus machen wir uns jetzt eine sogenannte Garderschlinge oder Garderklemme. Das ist eigentlich eine Rücklaufsicherung. So, und um diesen Effekt zu erreichen, müssen wir jetzt noch einmal hier rum und legen das Seil nur noch durch einen Karabiner. So, dann beide sichern. Okay, so, das ist unsere Rücklaufsicherung. Jetzt brauchen wir noch irgendwas, wo wir uns mit hochziehen können. Das wäre dann der Karabiner. Hier nehme ich aber bloß, weil ich eh gesichert bin, einen zweifachen Prosig. Das reicht. So. Und der kommt dann hier durch das Seil. Jetzt kann ich praktisch hier das hochschieben und habe hier einen Flaschenzug. Und damit ziehe ich mich dann hoch. Und die Garderschlinge sichert mich dann wieder. Jetzt kann ich wieder schieben. Und jetzt kann ich wieder aufsteigen. Zack, und wieder gesichert. Ein Problem gibt es aber bei der Garderschlinge. Ihr kommt hier nicht raus, wenn die unter Belastung ist. Also das kriegt er nicht auf. So, nun zeige ich euch die Garderschlinge noch mal von nah im Detail. Also wichtig, zwei gleiche Karabiner. Zug, also das Lastseil, wo man dran hängt, ist das. Und mit dem, was frei hängt, geht er noch einmal in der Mitte durch. So muss es aussehen. So, und dann habt ihr die Garderschlinge oder die Garderklemme. Wie ihr seht, ist es wie eine Rücklaufsicherung. Zack,
ist fest. Und eben, ihr kommt nicht unter Last raus. Das ist ganz wichtig. Also dann hängt er wirklich fest. Wenn er da nicht weiterkommt, dann hängt er im Seil. Ja, das war die Technik der Selbstbergung. Aus der Bergrettung, Spaltenrettung oder Höhenrettung mit der Garderschlinge und einem Flaschenzug. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant. Ich denke, im Notfall kann einem das schon mal helfen. Und der Aufwand, zwei Karabiner und ein Stück Prusik-Schnur oder Rebschnur für einen Prusik, ist vom Aufwand nicht allzu hoch und vom Gewicht auch nicht. Also ich denke, das kann man gut mitnehmen, wenn man auf Abenteuer geht. Okay, so, dann werde ich jetzt erstmal was essen, mich ein bisschen stärken und dann zeige ich euch gleich nochmal, was ich mir ausgedacht habe wegen dem Halbseil am Hang bezüglich Lösen mit dem Paracord. Okay, aber erstmal was essen. So, frisch gestärkt und jetzt zeige ich euch mal, was ich gebastelt habe. Ja, das habe ich mir gebastelt. Das ist ein Aluminiumstab, den habe ich abgekürzt, abgesägt. Dann habe ich ein Loch da reingebohrt, dass das Paracord dadurch passt. Und dann habe ich hier praktisch die 20 Meter Paracord angebunden. Ja, und wozu das gut ist, das zeige ich euch jetzt. Wenn ihr euch am Hang abseilen wollt, nimmt man normalerweise das Seil, geht auf den Baum, nimmt es doppelt und seilt sich mit der 8 dran ab. Problem hierbei ist aber, ich brauche immer die doppelte Seillänge. Das heißt, ich habe auch ein höheres Gewicht, was ich mittragen muss und das fand ich unpraktisch. Und um sowas zu lösen, gibt es ja die sogenannte Seilrückzugstechnik. Da gibt es dann eine Variante, die zeige ich euch jetzt mal. Da macht man in das Seil eine Schlaufe, ich mache jetzt einfach mal nur einen Preisding schnell hier. So, die läuft dann hier drum. Da. Kommt dann. Geknotet. So, jetzt kann man sich hier praktisch an dem Einfachseil abseilen und wenn man unten ist, kann man Paracord hier die Lasche nachziehen. Problem an der Geschichte ist aber, ich muss das Seil hier komplett über die ganze Länge um den Baum rumziehen und das finde ich nicht so toll. A, kann es hier einsägen, das Seil, fürs Seil ist es auch nicht gut. Und es ist unheimlich umständlich. Und da habe ich mir überlegt, irgendwas anderes zu machen. Das zeige ich euch jetzt. Okay. Also ich nehme das als erstes das Seil. Und dann mache ich da einen sogenannten noch ein Stück Höhenknoten rein. So sieht der aus. Verlinke ich auch noch mal unten im Video. So, und der wird zum Anbinden genommen für Karabiner. Und der lässt sich wunderbar fixieren.
der klemmt ein bisschen. So, und dann würde ich praktisch um den Baum rumgehen und stecke mein Seil hier durch. Dann kann ich das ein bisschen verklemmen. Und da ist jetzt der Baum. Und hier ist mein Seil, wo ich nachher dran hängen würde. So, und in die Lasche hier kommt jetzt der Aluminiumstift. So. Dann wird das Ganze noch gesichert. So. Das heißt, der Stift kann hier auch nicht mehr raus. Der sitzt fest. Also selbst wenn man jetzt hier wackeln würde, kann der Stift nicht raus. Aber eigentlich klemmt er eh schon fest. Das ist nur noch mal eine zusätzliche Sicherung. So. Wenn ich dann fertig bin mit Abseilen, zack, ziehe ich die Lasche raus. Dann kann man hier mit dem Rock, und es geht eigentlich nur das Stück um den Baum, und schon ist das Seil los. Ich zeige euch das jetzt mal am Baum. So. Okay, Höhlenknoten um den Baum. Bisschen festziehen. Dann kommt der Aluminiumstift. So, jetzt kann man das Ganze hier fixieren. So. Okay, ich mach's mal nicht so fest, dass man es noch sieht. So, dann geht man hier nochmal die Sicherung. Mach's jetzt einmal. Und so eine Hintersicherung. So, seht das? So, jetzt hängt der Stift da bombenfest drin. So, dann seilt man sich am Seil ab. Natürlich höllisch aufpassen, dass man nicht beim Abseilen an das Seil kommt. Also das würde ich schön zur Seite legen. Und dann seilt man sich ab. So, wenn man unten ist, und zack, ist das Seil ab. Ja, das war jetzt recht schnell. Ich hoffe, man konnte es überhaupt sehen in dem Video, der Abstand. Ich konnte die Kamera leider nicht anders platzieren. Deswegen mache ich das jetzt nochmal mit euch. Und zwar mit der Helmkamera-Perspektive. Und dann seile ich mich mal mit euch ein Stück ab. Und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. So, also hier wieder der Höhlenknoten. Einmal um den Baum. Durch das Auge. So. Dann den Aluminiumstift. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Sicherung. Man geht hier praktisch einmal rum. Na, komm. So, also hier einmal rumgesteckt, dann zieht man die wieder zu, zweite Mal durch, festziehen, zack, so, die Öse würde ich nicht zu lang lassen,
Sonst hakt sie sich hier ein, dann kriegt das nicht mehr ab. So, also das hält jetzt, wie ihr seht, den Stift hier fest. Also der kann auch nicht mal rausrutschen. Obwohl bei Zug klemmt der eh. So, dann mache ich das Ganze mal nach vorne. So, Achter rein, zack, so, Abseil, unten. Jetzt nehmen wir die Schnur. So, ein bisschen hoch hier. Ich hoffe, man sieht. So, und jetzt können wir hier praktisch an den Paracord ziehen. Holen uns den Stift raus. Und zack. Und ab ist das Seil. So, die Sonne geht langsam unter. Ich habe mein Kletterzeug jetzt zusammengepackt, werde langsam nach Hause. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es war eine interessante Anregung für den einen oder anderen dabei. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Waldschläfer. Tschüss.